Marokko. 2 Wochen mit dem Rucksack. Meine Eindrücke. Es geht nach Marokko. Mein 2. Land in Afrika. Ich war bis jetzt nur in Südafrika. Ich wollte schon immer nach Marokko und endlich ist es soweit. Nach einem langen, langen Tag bin ich gestern in Marrakesch angekommen und bin dann mit dem öffentlichen Bus wohin gefahren, wo ich versucht habe, das Hostel von da ohne Offline-Maps zu finden. War ein bisschen eine Challenge, aber ich habe es dann lebend das Hostel geschafft. Und spätestens auch der Henry, mein lieber Freund, mit dem ich hier bin, angekommen. Und heute geht's ans Interview. Und schauen herum, wo es schöne Flecken gibt. Und ich bin schon sehr begeistert, wie fotogen und wie schön die ganzen Straßen sind, die wir bis jetzt gesehen haben. Insgesamt muss ich sagen, hat mich Marrakesch sehr überrascht. Ich hätte es mir ganz, ganz anders vorgestellt. Es ist halt einfach viel Geschäftsstraßen und viel Einkaufen. Aber morgen, wenn es klappt, fahren wir schon weiter in den Süden zum Surfen. Mit den öffentlichen Bussen, also weil wir sehen, ob das funktioniert. Den Bus geschafft nach Agadir. Da werden wir dann umsteigen und hoffentlich einen weiteren Bus finden, der uns dann nach Tagusur bringen soll. Geplant, also bestellt oder wissen, genau wissen wir noch nicht, aber es wird schon passen. Wir haben auch am Busbahnhof den Bus hier eher spontan gefunden, das hat uns ein Typ angesprochen, wo wir hinwollen und sind einfach gefolgt zum Bus. Ja, die Kilometer, die wir zurücklegen, legen wir ziemlich langsam zurück, aber es ist trotzdem eine sehr unterhaltsame Busfahrt. Und eigentlich doch recht angenehm. Angekommen am etwas unangenehmen Busbahnhof in Agadir sind wir dann völlig verwirrt in irgendeinen Bus gehüpft und in die Stadt gefahren. Von dort hat er dann einen Bus nach Tagusur zu unserer finalen Location gefahren. Den haben wir aber nicht gefunden und nach viel Fragen und in der Sonne rumstehen und unsere Rucksäcke rumtragen haben wir dann einen anderen Bus geschafft und schließlich auch nach Tagusur. Abenteuerlich begonnen haben. Wir waren auf dem gesamten Weg die einzigen Touristen, also anscheinend dürfte es einen anderen Weg geben, wie alle anderen hierher gekommen sind. Wir wissen es noch nicht ganz. Aber jetzt sind wir hier in Tagusur. Es ist bis jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich hier auf morgen, vielleicht können wir surfen, das wäre echt, echt cool. Heute surfen zu gehen, aber ja.
Marrakesch hat uns dann ein Taxi gebracht, das nur 3 Stunden statt den ganzen Tag über der Herfahrt gebraucht hat. Und von Marrakesch aus ging es dann weiter auf die 3-tägige Tour durch die Wüste. Erster Stopp, Atlasgebirge. Wir sind jetzt hier angekommen in einer Stadt nach etwa so 5 Stunden Fahrt von Marrakesch. Angeblich ist das hier das Hollywood von Marokko, weil hier ganz viele Sachen und Filme gedreht wurden. Unter anderem letztes Mal halt Prison Break und Game of Thrones und noch ein paar andere Filme, die ich aber alle nicht gesehen habe. Trotzdem ist es ganz cool, in so einer Stadt mitten im Nirgendwo zu sein. Also Städtchen ist es auch übertrieben, es ist eine Häuseransammlung, wo aber noch 10 Familien heutzutage leben, die alle quasi halb als Touristenhändler, halb als Statisten in verschiedenen Filmen arbeiten. Ja, und jetzt geht's gleich weiter, noch weiter in die Wüste. Welcome to Ksar Ibn Hub. So, und nachdem wir gestern um 8 Euro einen Schal gekauft haben, weil sie gesagt haben, wir sind die letzten Schals am Weg zu Sahara, haben wir hier Schale gesehen, Schals um 3 Euro. Super! I'm a car, a jaguar. Wie man sieht, sind wir hier irgendwo im Nirgendwo. Diese 3 Wasser wurden uns gerade komplett auf Deutsch verkauft. Da, wo man es am wenigsten erwarten würde. Yes, I'm high low. I'm about to slow up my. Und nach einer kurzen Zeit Weiterfahrt konnten wir sie endlich sehen. Die Sanddünen der Sahara. Nachdem wir mit den Kamelen jetzt hierher geritten sind, haben wir es auf die Dünen geschafft, um hier den Sonnenuntergang anzusehen. Und es ist wirklich ein unglaublicher Platz. Also am bemerkenswertesten finde ich eigentlich die Stille und wie friedlich alles wirkt. Also ich bin wirklich unglaublich beeindruckt. Nach einem beeindruckenden Sonnenuntergang kommen wir wieder in unserem Wüstencamp an. Dort schlafen wir aber nur kurz, denn wir wollen am nächsten Morgen den Sonnenaufgang sehen. Als nächstes steht uns ein ganzer Tag Fahrt in den Norden bevor, nach Fes. Aima, aima, wo mas chis bibli.
halber reingemacht, wie man hier sehen kann. Und Wolle von Schafen, Kamelen und ganz vielen anderen Tieren gegerbt und gefärbt wird. Und zwar indem es bis zu 30 Tage in ernster weißer Flüssigkeit lagert und danach nochmal bis zu 30 Tagen in einer der bunten Flüssigkeiten. Das war's dann eigentlich. Also so wird das Ganze gefärbt. Es ist jetzt Tag 8 in Marokko. Ich sitze am wunderschönen Hostel-Rooftop in Fes. Hier sieht man ganz Fes. Und ich muss einfach ehrlich sagen, dass ich nach 8 Tagen Marokko irgendwie mich total erschöpft fühle, von den Eindrücken irgendwie ein bisschen erdrückt. Auch wenn ich sehr gewohnt bin, viel zu reisen und mir auch unglaublich viel Spaß macht. Es ist einfach so, dass die Medina-Straßen, also die Medina sind die Innenstädte dann immer, total eng sind. Und dadurch hast du auch die ganze Zeit Leute an dir. Es ist eng, es ist laut. Natürlich, so wie in allen anderen Ländern, wirst du die ganze Zeit angesprochen. Aber mir Fes an sich auch eigentlich echt recht gut gefällt. Man merkt, es ist eine Stadt, wo es zwar Tourismus gibt, aber auch noch ganz viele Leute einfach so leben. Und was auch los ist, ist, dass ich echt sagen muss, ich will keine Tagine und keinen Couscous mehr essen. Es gibt in Marokko wirklich nicht so die größte Essensauswahl leider. Und in den letzten 7-8 Tagen haben wir jeden Tag Couscous und Tagine gegessen. Vor allem auf unserer dreitägigen Sahara-Tour, wo du ja quasi das Essen essen musst, was du magst. Es wird ein bisschen mehr Auswahl, wäre schön. In der blauen Stadt. Ein Gerücht ist, dass es wegen der Wärme ist, um die Wärme abzuschirmen. Ein anderes ist, um gegen böse Blicke zu schützen. Und die dritte Theorie ist, dass es einfach schön aussehen soll. Und das klappt eigentlich ganz gut mit dem schönen Aussehen. Man muss auch erwähnen, wir sind gestern am Abend schon angekommen und sind durch die Straßen spaziert und das war wirklich sehr, sehr schön. Es war viel leerer als in den anderen Städten in Marokko, also eigentlich relativ entspannt. Jetzt hier tagsüber sind echt viele Touristen und halt all diese Tagestouren, die von Spanien oder von Fes raufkommen. Alle Asiaten sind nur tagsüber hier, weil gestern Abend war kein Asiaten, jetzt sind voll viele da. Aber auch generell halt viele Reisegruppen. Ja, das heißt, es ist am Abend und frühmorgens relativ entspannt, tagsüber halt ziemlich voll. Aber es ist trotzdem einfach eine echt, echt, echt schöne Stadt und ich bin unglaublich beeindruckt. Es ist eine von diesen Städten, wo man sich viel erwartet und die Erwartungen dann aber auch alle erfüllt werden. Also ich finde es bis jetzt echt richtig schön. Mimik und Gestik über Henrys Experience in Marokko. Also, wie fandest du oder wie findest du das Essen in Marokko? Wie fandest du die Marokkaner, die Leute hier? Die Experience so mit den Transportmitteln? Morgen in Marokko. So, Challenge, Grenzübergang.
Wenn alles klappt, dann fahren wir jetzt mit dem Bus vom Busbahnhof hier 3 Stunden zum Hafen. Und zum Busbahnhof dürfen wir auch noch ein halbes Stündchen gehen mit dem Rucksack. Und sind vom Busbahnhof nach der 3 Stunden Busfahrt mit dem Taxi, das hat auch nur 4 Euro gekostet, hierher gefahren. Haben dann gleich spontan eine Fähre buchen können, die gleich jetzt ablegt. Es hat nur 40 Euro, aber dafür muss ich auch sagen, das ist echt die schönste Fähre, die ich je gesehen habe. Also ich bin schon in einigen Fähren in Griechenland und Co. gefahren, war immer ziemlich eklig und diese Fähre ist wirklich, wirklich schön, das muss ich mir lassen. Angeblich dauert es auch nur so 40 Minuten circa, um nach Spanien zu kommen. Mal sehen, ob das echt so ist. Wir haben es nach Marbella geschafft. Nach einem ganzen Tag Transport. Wir sind hier angekommen, nachdem wir 8 Stunden unterwegs waren. Und das ist eigentlich ein Best-Case-Szenario, weil wir nie wirklich lang warten müssen auf den nächsten Transport. Jetzt warten wir auf die besten Tapas, glaube ich, die ich meines Lebens jemals essen werde, weil ich so aufgeregt bin und den ganzen Tag schon so unfassbar freue auf das ganze spanische Essen. Und ja, das war's. Wir sind in Spanien, wir haben das Leben aus Marokko rausgeschafft.